Morgen, meine Lieben. Wir haben Sonntag früh 10 Uhr und sind jetzt auf dem Weg zu einem Stoffmarkt. Für mich das allererste Mal auf einem Stoffmarkt. Sonst kaufe ich meine Stoffe immer nur online. Und jetzt, wie gesagt, das erste Mal auf einem Stoffmarkt. Ich bin super gespannt, wie es ist. Ich freue mich riesig seit einer Woche drauf. Genau, und bin ganz froh, dass es dann doch noch geklappt hat. Wegen Corona war man da ja nicht so sicher. Aber ich habe heute Morgen nochmal auf die Website geguckt. Geht alles klar. Genau, jetzt hoffe ich, dass das Wetter mitmacht. Wir haben so ein bisschen Regen, aber ich hoffe, dass es dann nicht so doll sein wird. Genau, Stoffmarkt. Was ist es eigentlich? Ein Stoffmarkt eben. Also man kann da eben Stoffe kaufen, direkt vom Händler. Und Dankeschön. Genau, und ich freue mich riesig, dass wir da auch mal die Stoffe anfassen können. Das finde ich ja immer das Problem beim Online-Shoppen, dass man einfach den Stoff nicht anfassen kann. Zum Beispiel jetzt, nehme ich immer als Beispiel, ich habe jetzt gerade 10 Meter Stoff gekauft und es war einfach der falsche, weil ich einfach, weil der nicht gut beschrieben war und ja, es ist einfach der falsche und deswegen finde ich so eine Stoffmärkte ganz cool, weil man dann eben die Stoffe anfassen kann und auch natürlich direkt mitnehmen kann. Und jetzt sind wir sehr gespannt, was wir finden. Meine Schwester Marlies ist auch dabei. Die ist ja schwanger und da schauen wir ein bisschen, ob wir ein bisschen was Neutrales für ihr kleines Mäuschen finden, weil wir ja noch nicht das Geschlecht erfahren haben. Aber vielleicht finden wir da den ein oder anderen Lama-Stoff, ne Marlies? Ja. Und für meine große Schwester mit Baby Nils schaue ich auch nochmal, denn genau, die steht ja total auf Maritim und da habe ich jetzt... Und Flamingos, aber nicht für Nils. Nee. Genau, weil da nähe ich immer ganz, ganz viel für den kleinen Zwerg und die steht, wie gesagt, total auf maritime Stoffe. Und da schauen wir dann auch nochmal direkt, ob wir was mit Ankern finden oder mit Seestern oder so. Und natürlich für meinen Online-Shop schauen wir natürlich auch ganz viel. Einfach, ja, mal schauen, was wir finden. Ich bin super gespannt. Ich glaube, ihr merkt das, ich bin total aufgeregt. Und jetzt fahren wir da erstmal hin und dann melden wir uns, wenn wir da sind. Und zeigen euch dann das da auch so, wie das so aufgebaut ist, weil auf Instagram waren gestern ganz, ganz viele schon ganz neugierig. Genau, wie das denn da so abläuft und so. Und ich, wie gesagt, bin auch total gespannt, weil es auch komplett Neuland für mich. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß bei dem Vlog und dann bis gleich. So, wir sind da. Ich glaube, das macht jemand bei dir. Kinderwagen ausgepackt. Zusammen. Los geht's. Es war jetzt eine Katastrophe, einen Parkplatz zu finden. Wir haben jetzt bestimmt einen Kilometer fast weit weg geparkt. Nein. Aber kein Problem. Es regnet leider total, voll nervig. Aber auch das sollte kein Problem sein. So, ab geht's. Ich bin gespannt. Ich habe schon ein bisschen was gesehen. So viel tatsächlich ist es auch gar nicht. Es sah nicht so viel aus, oder Marlies? Ich habe mehr gedacht, aber wir schauen mal. Wir haben auf jeden Fall genug Taschen dabei und den großen Kinderwagen mit dem riesengroßen Einkaufskorb. Also es passt viel rein. Wir können viel kaufen. Das ist wert. Ja, natürlich auch Geld. So, wir sind durch. Jetzt gehen wir schnell zum Auto. Hinter uns spielt gerade so ein... Wie nennt man das? Schatz. Was ist das für eine Band? Eine Akustikband. Eine Akustikband. Ich glaube, ihr hört das. Lia durfte gerade mit dem, wie heißt das, mit dem Stab vom... Schlagstock. Also sie hat auf jeden Fall das Tempo angegeben, durfte sie, genau, sie durfte so das Tempo angeben. Dann muss Mucki noch mal gucken hier am Wasser, ne? So, Lia, kommst du? Guck mal, die steht schon an der Ampel, Schatzi, guck mal. Die steht schon an der Ampel. Komm, Hase. Wow! So, Auto ist wieder gepackt, Kind ist gewickelt. Das hier ist unser Ausbau, das zeige ich euch. Aber zu Hause ist auf jeden Fall einiges geworden. Genau. Kinderwagen ist komplett nass, weil es geregnet hat. Hier gibst du Lea noch die Flasche. So. Los geht es nach Hause. So, erstmal Jacke aus. Ich hab ein bisschen rumgesprüht, dass ein ganze Nebelwolke hinten steht. Ach nee. Pfefferspray. Nein, irgend so ein komisches. Vorsicht? Ja. So. Also, erstmal hier aus. Mais, wie fandst du es? Gut. Ja. Aber irgendwann hat es mir gereicht. Ja, es war mega viel. Es sah am Anfang gar nicht so viel aus, aber es war schon
recht viel, oder? Fandst du das? Echt? Ja. Anstrengend. Ja. Was hast du mal trinken da irgendwie? Das hier? Ne. Oder? Ja. Ich würde mal probieren hier. Sherry. Sherry Coke. Sherry Lady. So, Leute. Felix hat mir jetzt meinen Stoff hier nach vorne gebracht, damit ich mal gucken kann. Aber ich weiß nämlich, dass ich schon wieder gar nicht mehr, was ich alles gekauft habe. Nur das, was du gekauft hast? Nee, alles. Felix hat mir die ganze Tüte gegeben. Guck mal. Der hat mir das Ding einfach so, er hat so, bäm, bäm, hier nimm. Hat mir einfach so zusammengestochert. Also das hier ist der erste Stoff, aber ich zeige euch das nachher zu Hause in Ruhe. Aber wir haben echt mega viele Schnäppchen gemacht. Also wenn man überlegt, dass ich hier für den ganzen Meter 5 Euro bezahlt habe und das heißt für einen halben Meter 2,50, das ist so günstig. Ey. Du hast den gekauft? Mhm. Und den? Mhm. Und den? Mhm. Und? Was hast du noch gekauft? Achso, hier. Aber das ist ja gar nicht so viel, ne? Das sind nur die beiden noch? Die beiden, ja. Und den roten Ankerstoff habe ich auch mitgenommen. Aber zuerst wolltest du den mitnehmen. Stimmt, den roten Ankerstoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6 halbe Meter. Das sind 3 Meter Stoff. Das ist voll gut. Kann man da draußen nicht ganz machen? Ja, da kannst du eine fast ganze Babyausstattung draus machen. Genau, meine Schwester hat ein bisschen zugeschlagen für ihren Bauchzwerg. Voll schön. Genau. So Lama, aber wir zeigen euch das nachher noch. Ne, Marlies? Jetzt machen wir gleich den Stoffhaul. Ich habe auf jeden Fall auch mega viel gekauft. Also, ja, ein bisschen was ist dabei. Einen hat Lia sogar ausgesucht. Den kann ich euch ja nochmal zeigen. Und zwar diesen hier hat Lia ausgesucht. Der ist mit so Fahrzeugen und so drauf. Und dann steht da drauf, I love cars und dann ist da auch so eine Ampel und sowas und ein Polizeiauto. Und der ist mega weich und ich finde das Design einfach mega schön, dass der so, ja, das ist so, so gezeichnet, das mag ich total. Und den hat Lia ausgesucht und habe ich direkt zweimal mitgenommen, weil ich den so schön fand. Aber das zeige ich euch nachher, wie gesagt, alles. Wir fahren jetzt erstmal nach Hause und dann schauen wir, ob wir auf dem Weg noch was essen oder? Schauen wir mal, was wir auf dem Weg so finden. Wenn, das hast du. Ja. Ich habe gestern gezahlt. Windeln muss Mick mal wieder zahlen. Außerdem, achso, ich habe 100 Euro da gehabt. Das habe ich da gehabt, einfach nur so. Habe ich noch ein Portemonnaie gehabt und war jetzt nicht vorher bei der Bank oder so. Und es hat tatsächlich gereicht. Ich habe sogar noch Geld da. Also wir könnten sogar noch essen gehen. Genau, also ich habe nicht mal 100 Euro rausgegeben. Voll gut. So, wir sind wieder zu Hause. Ich bin voll Schluck auf. Ich bin gerade am Kochen. Es gibt so eine Putenfleischpfanne mit Reis. Die Kleine spielt gerade und Felix holt gerade die frisch gewaschene Wäsche, damit wir die da noch aufhängen können. Genau. Ach Gott, voll Glück auf. Meine Schwester ist jetzt wieder nach Hause gefahren. Ihr Freund war gerade noch da und dann haben wir noch so ein bisschen gequatscht und so. Aber jetzt sind die nach Hause gefahren und ich zeige euch dann gleich noch die Ausbeute vom Stoffmarkt. Und dann ja, ist für uns auch Ende im Gelände. Ich bin so kaputt, ich möchte einfach nur noch schlafen. Und schau mal hier, ich habe voll den Pickel hier. Genau. So, jetzt muss ich jetzt noch was trinken, damit der blöde Schluck auch weggeht. Und ich habe so Hunger, ich freue mich so auf das Essen. Essen ist fertig. Oh, ich habe Lia gar keine Soße aufgefüllt. Das mache ich gleich noch schnell. Genau, hier einmal das leckere, die leckere Putenpfanne. Ich habe mir noch einen Obstsalat gemacht und für Lia habe ich auch noch ein bisschen Obst. Und jetzt kriegt sie, wie gesagt, noch ein bisschen Soße. Dann gibt es noch für Lia einmal Besteck. Sie isst total gerne schon mit Gabel. Das macht sie auch total gut. Und dann guten Appetit. So, jetzt kann ich euch endlich die Stoffe zeigen, die wir gestern mitgenommen haben. Ich habe hier das schon alles mal ausgebreitet, hier mit Tüte und hier die ganzen jeweiligen Haufen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ganz normalen, mit dem Haufen für meine Schwestern. Ihr wisst ja, meine eine Schwester hat gerade einen Säugling zu Hause und meine andere Schwester ist schwanger. Und da haben wir dann ein paar Stoffe mitgenommen, damit ich wieder ein paar Babysachen nehmen kann. Ja, das sind die Tutus hier, ne? Genau, einmal für meine schwangere Schwester Lama,
Sie liebt Lama und genau, deswegen haben wir unbedingt, mussten wir unbedingt so einen Lama-Stoff mitnehmen. Nein, Lia. Und genau, deswegen haben wir hier einmal diesen Stoff mitgenommen. Das ist ein Sweat, das heißt, er ist ein bisschen dicker. Das passt ganz gut, weil das Baby kommt im Februar, dann passt das. Der war in einer Sale-Ecke, da gab es den halben Meter für 3,50. Finde ich mega. Und genau, da haben wir dann einmal diesen hier mitgenommen für meine schwangere Schwester. Wie gesagt, auch in der Sale-Ecke gab es diesen hier mit den Äffchen drauf. Den finde ich auch total schön. Wir wissen das Geschlecht ja noch nicht und deswegen, genau, so ein bisschen einfarbig. Also neutral. Passt ganz gut dann. Da möchte sie unbedingt einen Body draus haben. Genau, also sie hat den Stoff gesehen und sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall einen Body da draus. Dann noch mehr Lama. Da hat sie sich nämlich noch für diesen Stoff hier entschieden. Finde ich auch mega, mega cool und mega süß. Und auch das ist ein halber Meter und der hat 4 Euro gekostet. Und passend dazu haben wir noch einmal für 4 Euro so einen Uni-Stoff mitgenommen, in Grau einfach. Genau, dann kann man das so kombinieren. Zum Beispiel für einen Strampler in den Beleg oder so. Kann man den schön kombinieren. Und das Grau passt sogar auch noch hierzu, falls man da auch noch einen Strampler oder so machen möchte mit Beleg. Dann passt das ganz gut. Wir haben eigentlich hier für diesen Stoff irgendwas Mintfarbenes hier gesucht. Aber das gab es leider nicht. Genau, die haben hier jeweils 4 Euro gekostet, die halben Meter. Unten haben wir noch ein bisschen was mit Anker mitgenommen. Ups, für meine andere Schwester. Die steht total auf Maritim und Anker. Und da habe ich mich dann einmal für diesen Stoff hier entschieden. Der hat auch 4 Euro gekostet, der halbe Meter. Und dann haben wir noch 2 Musselin mitgenommen. Auch der halbe Meter 4 Euro. Einmal in Grün mit Ankern und einmal in Senfgelb. Jetzt schön passend für den Herbst. Da ein paar Dreieckstücher oder so. Oder auch für den Sommer ein paar kurze Hosen. Und dann der letzte maritime Stoff ist einmal dieser hier in Rot mit so weißen Ankern. Auch eben für meine Schwester, meine schwangere Schwester hätte da auch gern was draus. Genau, das war jetzt das für meine Schwestern. Kann ich euch auch nochmal zeigen. So. Und dann geht's weiter mit den Sachen von mir. Da habe ich hier nämlich die ganze Tüte noch voll. Und ich habe auch einmal in der Sale-Ecke zugeschlagen für 3,50 der halbe Meter. Und da habe ich zweimal diesen hier mitgenommen. Mit so Wale drauf. Ich weiß gar nicht, wie die Wale genau heißen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall haben die dieses Horn vorne. Genau, und ich fand den so schön, den Stoff. Das ist ein Sweat, das heißt, er ist auch ein bisschen dicker. Eigentlich so ein typischer Frühlings-Sommerstoff. Aber ich habe den jetzt einfach zweimal mitgenommen in der Sale-Ecke. Weil ich fand den einfach so hübsch. Deswegen, genau, musste ich den mitnehmen. Wie gesagt, ein Sweat, halber Meter, 3,50. Dann hat Lia ausgesucht, die Tutus. Und ich bin so verliebt in diesen Stoff. Und zwar diesen hier. Der ist so auf grün meliert. Und dann eben mit so Polizeiauto und Taxi und einer Tankstelle und Ampeln. Und ich finde das so cool, weil das sieht so ein bisschen so gemalt aus. Und ich finde das einfach mega, mega cool. Und da habe ich auch direkt 2 Stück mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wo der zweite ist hier. Genau. Auch 2 halbe Meter. Ich hätte natürlich gerne 1 Meter am Stück gehabt, aber das gab es nicht. Und genau, deswegen habe ich jetzt hier einfach 2 halbe Meter mitgenommen. Da wird auf jeden Fall Lia auch noch was draus bekommen, weil sie liebt diesen Stoff. So, und dann habe ich noch einmal diesen hier mitgenommen. Und zwar die berühmten Rotkehlchen. Ich finde den so schön, den Stoff. Mit so kleinen Rotkehlchen und so ein paar Blumen. Und das Ganze auf so einem ganz schönen hellen Blau. Und genau, das ist Jersey. Richtig weich. Also den möchte man gar nicht mehr loslassen, so weich ist der. Und genau, der hat auch 4 Euro gekostet, der halbe Meter. Gab es leider nur noch einmal, sonst hätte ich den nochmal mitgenommen. Aber ja. Ist dann so, ne? Dann habe ich ein paar Streifen mitgenommen. Das hole ich mal alles auf einmal raus und zeige ich das alles komplett. Genau. Diesen Haufen Streifen. Einmal in dunkelgrau, hellgrau gestreift. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht. Genau, jetzt seht ihr das, glaube ich. Die sind so klein, die Streifen, dass man das echt kaum erkennt. Einmal dunkelgrau, hellgrau gestreift, ein halber Meter. Rosa-weiß gestreift 1 Meter. Achso, die halben Meter haben immer 4 Euro gekostet, weil die habe ich beim anderen Händler gekauft. Und die ganzen Meter hier habe ich bei einem
anderen Händler gekauft und da hat der Meter 11 Euro gekostet. Genau, deswegen hier einmal rosa-weiß, dann habe ich noch einmal einen halben Meter in schwarz-weiß. Dann habe ich noch einen Meter in schwarz-weiß, wie gesagt 11 Euro. Einen halben Meter, einen ganzen Meter, sieht man immer hier, so einen ganzen Meter, in grau wieder. Und dann noch einmal in rosa, einmal ein helles Rosa, einmal ein dunkles Rosa. Genau, ich liebe Streifen einfach und ich mag diese kleinen, dünnen Streifen total. Und genau, deswegen musste ich da ein bisschen zuschlagen. Ich bereue gerade, dass ich kein hellblau-weiß mitgenommen habe. Ich habe das auch zum Schluss gesehen und dachte, okay, ich schaue hier mal weiter, vielleicht gibt es das nochmal irgendwo anders, aber gab es leider nicht. Und zurück konnte man schon. Also man musste dann die komplette Runde nochmal neu gehen, aber Lia war am Ende so müde, dass wir dann gesagt haben, okay, wir fahren nach Hause. So, dann sind wir auch schon fast fertig. Ich habe noch drei Herbststoffe mitgenommen. So, ich habe noch einen mega schönen Herbststoff mitgenommen. Ich habe mich so in diesen Stoff verliebt. Und zwar einmal diesen hier, falsch rum, mit Fliegenpilzen drauf. Richtig, richtig schön. Wie gesagt, ich bin total verliebt. Da habe ich einen ganzen Meter mitgenommen für 8 Euro. Auch mega günstig und mega schön. Und dann habe ich noch einen halben Meter von diesem hier mitgenommen für 4 Euro. Finde ich auch total süß. Mit so kleinen Füchsen drauf und ein bisschen Blumen. 4 Euro. Und dann habe ich noch einen halben Meter von diesem hier mitgenommen. Auch so, mit so ein bisschen Reh und ein bisschen Pflanzen und so in so einem dunkelblau. Auch 4 Euro der halbe Meter. Oh Gott, ist dieser Stapel hier, Leute. Ich sag euch. Boah! So, und dann habe ich noch 2 ganze Meter. Genau, den einen Stoff habe ich voll vergessen. Einmal diesen hier, der hat auch 11 Euro der Meter gekostet. Und ich fand den so unglaublich schön. Es ist einfach so ein Mega-Stoff. Das ist ein Kuschel-Sweat, das heißt, der ist richtig schön dick und richtig kuschelig hier drin. Und ich glaube, das sieht man auch, dass der dick ist. Genau, und das sind Dino-Autos sozusagen. Also seht ihr ab und zu mal so kleine Dinos drin. Und dann hier steht hier zum Beispiel auch Dino-Bus. Und ich finde das einfach so unglaublich cool und so schön. Der musste einfach mit. Und dann habe ich noch ganz zum Schluss einen ganzen Meter für 5 Euro gekauft. Das war der letzte Meter, deswegen ist es ein bisschen mehr als ein Meter, also ungefähr 1,10 Meter oder so. Den Rest hat er mir geschenkt. Genau, und zwar ist es auch ein Sweat, aber ein Sommersweat. Das heißt, der ist einfach genau angeraut. Kannst du es bitte lassen, mein Hase? Nein. Aber ich musste den einfach nochmal mitnehmen. So schön. Genau. Und dann war es das auch. Das war unsere Ausbeute, wie ich schon im Auto erzählt habe. Nicht mal 100 Euro. Also vollkommen in Ordnung. Dir willst du auch Tschüss sagen? Sag mal Tschüss. Mal winke, winke. Da. Winke, winke. Toll. In dein Zimmer. Yankee, in dein Zimmer. Hallo. Oh, pass auf. Hui! So, ihr Lieben, ich sage dann ganz, ganz schön Tschüss. Ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen und dieser Haul vor allem. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!